Hey Leute, willkommen zurück zu Captain Morgan und die goldene Schildkröte, The Golden Turtle. Und wir haben hier noch den Hirtenstab. Kann ich den jetzt eigentlich mitnehmen? Geht das? Kann ich mir deinen Stock ausleihen, bitte? Ja. Und dann wollten wir hier ein bisschen Brandstiftung begehen. Geh doch mal an dem Esel vorbei. Da haben wir sonniger Fels. Kombinieren wir mal mit dem Flaschenboden. Mal sehen, ob das geht. Bei Feuer hat er ja im letzten Part gesagt, der Hirte. Oder der Fahrer. Der Hirtenfahrer. Das macht der Esel nicht. Da. Das hat prima geklappt. Ja, jetzt haben wir Feuer. Super, ne? Ich hoffe, es gab einen guten Grund, das zu tun. Hoffe ich auch. Der Esel will. Das ist irgendwie. Brauchen wir jetzt den Hirtenstab bei ihm vielleicht? Bringt das was? Nicht so wirklich. Ah, ich habe da eine ganz, 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 ganz dumme Idee. Ich weiß nicht, ob die nett ist. Da mache ich ja kein Feuer. Hallo? Nee. Ich weiß nicht, wie ich das mitnehmen könnte. Hey, ich will mich nicht selbst abfackeln. Das ist wohl wahr. Übrigens, für trockenes Gras brennt das echt lang. Das funktioniert auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Wir das einfach so kombinieren? Habe ich das schon probiert? Nee, geht nicht. Okay. Hm. Ansonsten irgendwas kombinierbar hier? Nein. 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 Holzschwert. Moment. Moment. Wäre zwar schade um das schöne Holzschwert. Ey, jetzt geh doch mal an dem Esel vorbei, Mädel. Bisschen störrisch, wie der Esel. Nee, das hat auch nicht geklappt. So ein Cheat. Hä? Ich weiß nicht, wie man einen Wagen fährt. Hm. Das Tuch ist trocken. Vielleicht müssen wir uns eine Fackel bauen. Mal gucken. Können wir das irgendwie kombinieren miteinander? Nein. Und das? Da, ah! Okay. Mein Denkapparat scheint langsam warm zu werden hier im dritten Part. Yeah. Das ist natürlich netter als wie kurz mal mit dem Schwert pieksen. Alter, der mal Dampf. Das, ich, hallo. Na gut, komm mal heim. Das war jetzt ein bisschen abrupt, aber ist nicht so schlimm. Ist das unser Daddy? Ich hab gedacht, Diego. Der Schwarze. Nee, das ich ist Diego. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ach ja. Natürlich, weil das bedeutet, dass Papa zu Hause ist. Vater! Ich wusste es. Das ist übrigens ein Riese. Gott, ey. Ich muss zurück zum Schiff. Ich bin nur hergekommen, um ihm mit seinem Kit zu helfen. Mit seinem Kit? Ciao, Diego. Und welch ist er? Haben sie sich den aus Gothic ausgeliehen? Naja, gehen wir mal ins Haus. Vater wird schon drin sein, schätze ich mal.
Wann jetzt los hier? Das passiert immer, wenn Papa nach Hause kommt. Und das nur, weil sie schmusen wollen. Ah ja. Okay, aber wir hatten ja... Ich verstehe nicht, warum sie alleine schmusen wollen. Und warum es immer so lange dauert. Ach komm, Mädel, du bist jetzt schon in dem Alter, solltest du eigentlich wissen. Eltern sind komisch. Aber es ist Monate her, seit ich Papa das letzte Mal gesehen habe. Ja, wahrscheinlich auch Monate her, seitdem deine Mutter den das letzte Mal gesehen hat. Und sie überraschen. Ja, das war jetzt auch mein Plan. Ab wie viel ist das Spiel? Mal sehen, ob das von alleine geht oder ob ich da erst noch was basteln muss. Aber. Ich komme von hier unten nicht dran. Okay. Ich brauche Hilfe, um da hochzukommen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Haben wir ja im Inventar. Ich würde bloß gerne ins Inventar kommen. Hallo, ho. Was um aufzuladen? Ja, da kommt unser Inventar. Der hat immer noch die Hände in der Hosentasche. Ich krieg zu viel. Bobby ist da, okay. Komm ich eigentlich mit dem Schwert an den Drachen ran? Nee. Aber mit Bobby komme ich wahrscheinlich da hoch auf das Dach. Hey, Bobby! Komm mal bitte her, ja? Ich brauche deine Hilfe, um an das Fenster zu kommen. Brauchst Bobby nicht anschreien, er steht direkt vor dir. Ich bin bestimmt nicht groß genug, aber ich versuche es. Na, oder? Halt, halt, halt. Nee, nee, nee. Nee, nee. Bleib da. Ich komme von hier unten nicht dran. Ich brauche Hilfe, um da hoch zu... Aber... Was willst du denn noch? Nell, kannst du mir helfen, an dieses Fenster zu kommen? Warum hast du vielleicht beide? Ich weiß es nicht. Wie kann ich helfen? Klettere auf Bobbys Schultern. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Du aber hast den Captain gehört. Spring drauf! Aber eins finde ich ist ziemlich sicher. Also bei dem Lärm, den die drei hier draußen machen, dürften Mama und Papa das schon mitgekriegt haben und ihre Handlungen eingeschränkt haben. Ja, da ist doch jetzt hier... Machbar, oder? Haltet still, Kumpel! Ei, ei, Captain! Ei, ei! Okay. Stabile Freunde. Ein bisschen Rücken verrenkt, okay. Ah! Seid ihr zwar in Ordnung? Okay. Gut gemacht. Ich wusste, dass es in meiner Piratencrew keine Weichlinge gibt. Ich kann es kaum erwarten, Papa zu sehen. Ah, gut, oh gut, oh gut, oh gut. Komm ich da jetzt an den ran? Ich kann nicht. Der Drachen hat sich um... Wenn ich schon mal hier oben bin. Ah, Schiede. Taste zu früh losgelassen. Nö. Also, dann mal... Erstmal gucken. Vorsichtig. Das ist das Fenster zum Schlafzimmer meiner Eltern. Ja, das ist... Ich fände es auch sinnvoller, wenn sie einfach die Schlafzimmertür zugemacht hätten. Und nicht die Haustür. Mama und Papa müssen im anderen Zimmer sein. Warum bin ich da denn jetzt hochgekraxelt?
Was wird das wir jetzt sehen hier? Uns später, Morgan. Müssen wir gehen? Natürlich. Morgan wird ihren Vater... Ah, okay. Da kann man noch rum. Das ist gut zu wissen. Ja, sie knutschen zumindest nicht. Du bist ganz sicher? Mitch. Ich fürchte ja. Onkel Eduardo ist auf See verloren gegangen. Nein! Nein, das kann nicht wahr sein! Onkel Eduardo muss irgendwo am Leben sein, Papa! Ich werde hinaussegeln und ihn finden! Ich werde! Ich! Ja, ist klar. Es tut mir so leid, Morgan. Ich wünschte, es wäre nicht wahr, aber es ist so. Also schön das Spiel auch ist, die Synchro finde ich nicht so er hammer. Ging während eines Sturms über Bord. Es also von den meisten Hoffnung Figuren mehr, zumindest nicht. Also Vater enttäuscht mich jetzt, muss ich zugeben, auch ein bisschen. Eduardo. Nicht so theatralisch, Mädel. Okay, sie scheint ein bisschen älter geworden zu sein. Das war jetzt wohl irgendwie so Kindheitszeit oder sagen wir mal, ja, frühe Jugendlich. Mach Jugendlichkeit. Auf, okay, das hat sich ja aus angehört wie ein einarmiger Bandit. Und ja, ich wäre auch so pissig, wenn man mich so weckt. Alles in Ordnung? What? Teddybär-Killer. Ja, mir geht es gut. Ich habe von meiner Mutter geträumt. Also in der unteren Koje möchte ich nicht pennen, das ist ein bisschen eng. Oh, der Captain möchte dich sofort sehen. Oh, alles Gute zum Geburtstag. Jimmy, Geburtstag. Ach ja, heute ist mein 17. Geburtstag. Vater wird mir ein Geschenk überreichen wollen. Die Hütte sieht aus. Oh, ich frage mich, was Papa mir schenken wird. Die Kajüte meine ich natürlich. Ein Mädchen wird nicht jeden Tag 17. Nö, nur an ihrem 17. Wisst ihr was? Ich schalte mal was aus. So. Das arme Vieh. Hervorragende Idee. Jeder weiß, dass Herumgehen auf einem Piratenschiff mit einem Plüschtier in der Hand der beste Weg ist, den Respekt einer Crew zu gewinnen. Jo. Oh. Thierry. Den Magneten nehmen wir natürlich mit. Hat uns ja schon mal geholfen. Ansonsten suche ich das hier alles mal gründlich ab. Books. Bücher. Hättet ihr ruhig übersetzen können. Ich habe sie alle schon mehrere Male gelesen. Die Schuhe will ich eigentlich gar nicht. Was soll man sonst noch hier? Da ist ein Schwert. Das habe ich gar nicht als selbiges für voll genommen, aber ja. Da wollte ich nämlich das eigentlich haben. Das Bett. Gleich mal nochmal reinlegen und ratzen. Ich gehe nicht zurück ins Bett. Nicht an meinem Geburtstag. Übrigens, ihre Stimme ist jetzt um einiges angenehmer, weil das nicht mehr so gekünstelt wirkt. Das ist das Plüschtier. Hier haben wir ein bestecktes Taschentuch. Nehmen wir auch mit, wenn es geht. Jo, geht. Eine Schublade. Aufmachen. Mach auf das Ding. Diese Pistole ist ideal dafür, einen starken Eindruck zu machen. Aber auch wenn es perfekt funktionieren wird, wird Vater mir weder Schießpulver noch Munition geben. Oh. Ja gut, eine Kugel und ein bisschen Schießpulver. Nehmen wir trotzdem mit, jawohl. Was haben wir denn hier sonst noch so? Es bleibt nicht aus. Ich muss wahrscheinlich die Stiefel anklicken. Ich gehe mal ein bisschen näher ans die Regal. Die meisten dieser Bücher handeln von exotischen Arten. Ja. Ich wollte nämlich gucken, ob hier noch irgendwas ist, außer der Stiefel.
Jemand hat verdorbenen Fisch in meine alten Schuhe gesteckt. Wie kindisch. Oh. Eine Maus. Habt ihr sie gesehen? Ich bin mir fast sicher, dass das einer der Typen war, den Papa vor ein paar Tagen hinausgeworfen hat. Einige Leute können sich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass eine Frau ein Pirat sein kann. Auch wenn es die Tochter des Käpt'n ist. Das ist die Maus wieder. Die läuft immer hier oben am Balken lang. Müsst ihr mal drauf achten. Kann ich die Dinger mitnehmen? Ich lasse es lieber hier. Ja, als Erinnerung an die Dummheit mancher Männer. Ich würde es nicht in meinem Zimmer haben wollen. Also Fisch gestackt, das kann echt... Boah. Naja. Penetrant sein, sag ich mal. Ansonsten... Plüschtier hatten wir schon. Die Bücher hatten wir schon. Nö. Scheint nichts weiter zu sein. Dann gehen wir tatsächlich mal raus. Was haben wir denn sonst hier noch alles? Ein paar Chilischoten oder was sollen das sein? Wenn, dann sind es ja große. Ein Poster. Der sieht aus wie Motorhead. Mitnehmen. Das kommt in mein Zimmer. Lass es hier. Es erhält den Flur. Was? Das Poster erhält den Flur? Ja. Nein. Quatsch. Ich wollte es mir doch noch angucken nochmal. Ich habe dieses Poster in einem Ort namens Diablo Island gekauft. Es sieht großartig aus. Okay, das ist auch ein bisschen wie das Diablo-Cover. Vom ersten Teil sieht es auch aus, das stimmt schon. Alessandros Kajüte, unsere leere Kajüte. Hier geht's bestimmt runter. Da passiert gar nichts. Habt ihr das auch gerade gesehen? Da schwimmt was drin rum. Ja, eindeutig. Ein kleiner Hai oder sowas. Also wir können ans Hauptdeck. Runter können wir scheinbar nicht. Aber wir sind ja neugierig. Mach auf. Mein eigenes Zimmer ist gleich nebenan, wenn ich mich ausruhen will. Ja, du sollst dich aber nicht ausruhen, du solltest da mal reingucken. Nee, will sie partout nicht. Dann gehen wir mal zu Alessandro. Alles Gute zum Geburtstag, Morgan. Heißt unser Vater Alessandro? Kann das sein? Vaters Putze ist ein bisschen ordentlicher. Danke, Vater. Ich fühle mich jetzt mit 17 wie eine richtige Frau. Das wirst du noch werden, ganz sicher. Ich freue mich so sehr, dass mein kleines Mädchen erwachsen wird. Papa! Deine Mutter wäre so stolz auf dich. Na ja, guck ein bisschen betrübt. Danke, Papa. So, und jetzt Bonitas Schrein. Ein Schrein von der Mutter. Ja, wir wissen ja nicht, was vorgefallen ist alles. Wir gucken uns natürlich erstmal um. Die lebt. Das macht mich fertig. Ich war dabei, als Vater die gigantische Meeresschlange tötete. Das war ein unglaublicher Kampf. Die gigantische Meeresschlange erlebt zum B sieht so aus wie aus einem Disney-Film. Können wir die mitnehmen? Ich werde sie auf keinen Fall anfassen. Ich hasse ausgestopfte Tiere. Was haben wir sonst noch? Eine Puppe? Wie war ich hier saufen? Weltglobus? Mit dem. Wir sind im Moment auf Bounty Island. Hier bin ich aufgewachsen. Ansonsten ist hier scheinbar am Tisch aber nichts. Die Puppe. Nein. Als ich sie das letzte Mal berührte, habe ich 2 Tage gebraucht, ihre Fäden zu entwirren. Was? Ach so, das ist hier. Ah, jetzt sehe ich es auch. Das ist eine Marionette. Dann lassen wir den lieber wirklich. Der Captain, Diego, den Schrein haben wir. Übrigens, ich finde den Bettvorleger des Krokodilhammer.
guckt das auch ab und zu mal? Kann das sein? Nee, das ist bloß der Schatten von Diego, der den Effekt da irgendwie so ein bisschen macht, als ob das auch mit den Augen blinzelt, aber Papa hat diesen Schrein zu Ehren von Mama aufgebaut. Aber es ist ein Zeichen, dass er an ihrer Erinnerung festhält und sie nicht gehen lässt. Können wir da was mitnehmen? Ich liebe es, Mamas Bild anzuschauen. Aber Papa wäre verärgert, wenn ich es berühren würde. Okay, gut. Quatsch mal mit Diego. Hi, Diego. Welche Arbeiten hast du heute für mich? Was Arbeiten am Geburtstag nix ist. Darüber musst du mit deinem Vater sprechen. Gut, machen wir doch. Hast du durch das Fenster gesehen? Es ist so aufregend, nach all dieser Zeit wieder zurück auf Bounty Island zu sein. Papa, bist du in Ordnung? Oh ja, natürlich. Entschuldige, ich war nur gerade in Gedanken versunken. Papa? Ja, Morgan? Es ist so aufregend, nach all diesen Jahren nach... Die Winsome Maid ist unser Zuhause. Wie bereits seit 10 Jahren. Wir sind nur geschäftlich hier. Ach so, sie war also 7 in dem vorigen Kapitel. Naja, gut. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das Leben auf einem Schiff ist nicht dasselbe. So wie das Leben auf Bounty Island ohne deine Mutter. Deswegen sind wir weggegangen. Ich weiß, Papa, aber... Hör zu. Nicht viele Kinder haben schon so viel von der Welt gesehen wie du in den letzten 10 Jahren, Morgan. Aber nicht viele Kinder haben ihre Mutter so jung verloren wie ich. Wenn ich eine Wahl hätte... Du kannst nicht, ich... Entschuldige, Papa. Ich weiß, du hast immer das getan, was du für das Beste für uns hieltest. Geburtstag, das nehmen wir noch mit. Es geht um meinen Geburtstag. Du denkst, ich habe dein Geschenk vergessen, nicht wahr? Natürlich nicht, aber... Ich habe da etwas Kleines. Was hat er denn Nettes? Klein. Oh, Papa, das ist wundervoll. Noch eine Schlachthacke. Es ist normal, dass eine Person von deinem Rang ein entsprechendes Schwert besitzt. Meinem Rang? Dann sollte ich wohl eher mein altes Schwert behalten. Der zweite Teil deines Geschenks ist, dass ich dich zum 2. Offizier befördere. Okay. Oh, da ist einer pisst, wie es aussieht. Ah, beachte Diego nicht. Er denkt immer noch, dass du zu jung bist. Papa, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Welche Pflichten habe ich als 2. Offizier, Captain? Es wird Zeit, dass du mehr Verantwortung auf dem Schiff übernimmst. Ich werde dich mit Aufgaben betrauen, die normalerweise einem Captain zufallen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Papa. Ich meine, Captain. Leichter gesagt als getan. Na, was gibt's denn für Aufgaben? Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Es gibt 2 Dinge, die du übernehmen wirst, aber an Land. Zuerst musst du 3 neue Crewmitglieder finden, um die zu ersetzen, die ich vor 2 Tagen hinausgeworfen habe. Die 2. Aufgabe besteht darin, Arbeit für uns zu finden. Zum Beispiel eine Fracht transportieren. Okay. Warum muss ich das tun? Du solltest mittlerweile wissen, dass Captain sein nicht nur bedeutet, ein Schiff zu steuern, Morgan. Nee, das macht ja auch eigentlich der Steuermann. Das weiß ich. Ich meinte nur, warum sollen wir eine langweilige Fracht annehmen? Wir sind schließlich Piraten. Nein, wir wollen keine langweilige Ladung. Finde für uns eine Arbeit, die kein anderer übernimmt. Man könnte es auch Schmuggel nennen, oder? So können wir mehr dafür berechnen. Ja, ich verstehe. Irgendetwas mit ein wenig Gefahr und Abenteuer. Gut.
haben wir sonst noch was? Ja. Du bist der Captain, Papa. Gib den, gib Habe den, gib den. Habe ich wirklich die Macht, diese Geschäfte zu führen? Ja, zum Zwecke dieser Übung bist du der momentane Captain. Aber sei darauf vorbereitet, die Konsequenzen aller Handlungen und Entscheidungen, die du machst, zu tragen. Natürlich, Captain. Ja, gut. Ich habe von Mama geträumt. Morgan? In meinem Traum war ich ein Kind und Mama war so lebendig und schön. Wenn du der stellvertretende Captain sein willst, solltest du deine Aufgaben sofort in Angriff nehmen, Liebling. Er lenkt ein bisschen ab. Aber warum willst du nie über Mama reden? Misch dich nicht ein, Morgan. Ich weiß, was das Beste für mich ist. Bisschen zornig. In der Stimme kam das nicht so rüber, aber auf dem Bild. Der Grafikstil gefällt mir übrigens gut. Das ist nice. Haben wir es jetzt? Was war... Oder hat Diego noch was zu sagen? Hi, Diego. Welche Arbeiten hast du heute für mich? Dein Vater hat sich darum gekümmert, Morgan. Okay. Nee, hier wird wohl nichts mehr weiter passieren. Aber was passieren wird als nächstes, erfahren wir leider erst im nächsten Part. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis dato. Macht es gut. Tschüss.